Hast du schon mal jemanden umgebracht? Ja, aber nie einen von den Guten. Ja, endlich gefangen. In den USA ist ja das Thema Blackface. Ja, richtig. Ein erkanntes Thema. Eine grausige, grusige Geschichte, ja. Genau. Das ist ja eine wichtige Arbeit, die Sie da jetzt geleistet haben. Es steht ja auch in Ihrer Tradition, ganz angefangen von vielen, vielen Jahren mit ganz unten. Aber wie stehen Sie dazu, als weißer Mensch sich anzumalen und schwarz zu spielen und dann aber auch aus der Rolle wieder raushüpfen zu können? Und ich muss sagen, ich spüre das, eine Art Tabu verletzt. Jetzt muss ich gestehen, ich kannte diese Blackface-Geschichte gar nicht. Ich habe die erst danach erfahren. Nur, da gibt es einen ganz großen Unterschied. Ich habe ja nicht den Schwarzen, also mich in der Rolle, lächerlich gemacht. Ich habe ja die Weißen der Lächerlichkeit ausgesetzt, indem ich ihnen über mich den Spiegel vorgehalten habe. Okay. Und die habe ich entblödet. Und denen habe ich Ressentiments und ihr rassistisches Verhalten sichtbar gemacht. Und die werden lachen. Es gibt ein paar Vertreter aus der schwarzen Community, die mir das vorhalten, aber die Mehrheit nicht. In den Filmvorführungen, wo ich immer wieder bei den Premieren dabei war, da gab es danach immer eine Stunde und länger Diskussionen. Alle die Schwarzen, die das gesehen haben, die haben an den richtigen Stellen gelacht. Nämlich, und sie sahen mich positiv, stellvertretend. Und außerdem, mein Gott, was habe ich da hier? Da ist ein Schauspieler, eine Künstlerin, kennt ihr die? Felicitas Peters, Musikerin, die sagt hier, dass ihn ein Weißer gemacht hat, das ist ja gerade der Gag an der Sache. Ich maße mir doch nicht an, die existenziellen Empfindungen eines gelebten Schwarzen gespürt und erlebt zu haben. Vielleicht annähernd ein bisschen, aber es ist ein Film für die Weißen und das wird zum Teil reflektiert. Nach den Vorführungen gibt es immer auch Diskussionen unter Weißen. Ja, oh, die Vorurteile hatte ich auch. Und ich habe bereits hier einiges erreicht. Die Frau, die Schmuckverkäuferin, die mir hier nicht mal die Uhr entgegenhält, die hat ihre Einstellung geändert. Die kannte vorher keinen Schwarzen in ihrer Kultur. Okay. Die hat jetzt welche kennengelernt. Okay. Also, außerdem, es ist meine Möglichkeit, mir Wirklichkeit anzeigen. Jetzt am Dienstag, am 15. läuft im ZDF ein Film 21 Uhr. Da bin ich als Obdachloser 2 Monate unterwegs. Und auch da bin ich verkleidet. Da könnte man mir auch vorwerfen, was machst du dir an? Also, ich muss... Gerade aus der Black Community auch viel kritisches Feedback gekommen ist.